Jahr 2000 hier permanent erfolgreich, einschließlich des Bentley-Sieges, der nichts anderes war als ein Sieg mit Audi-Technik. Da war nur eine andere Hülle drum. Aber da machen wir uns nichts vor. Hier gab es 9 Audi-Siege in Folge. Das ist auch für Le Mans gut, für den Sport gut, fürs Publikum gut, für alles gut, wenn mal ein anderer gewinnt. Man kann nicht ewig gewinnen. Das geht nicht. Irgendwann ist alles mal zu Ende und man muss sich damit abfinden, dass ein anderer besser ist. Und das wird jetzt passieren. Ja, und bei Audi wird man natürlich auch das ähnlich reagieren, wie Peugeot reagiert hat. Es wird sicherlich eine schonungslose Analyse geben, warum lief es dieses Jahr nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Was ist der Grund dafür? Eine relativ einfache Antwort, aber vielleicht ein bisschen auch zu einfach. Der R15 TDI ist ein flammneues Auto. Die Erfahrung zeigt, flammneue Autos haben gelegentlich Probleme gegen bewährte Technik. Der Peugeot 908 HDI ist ein bewährtes Auto, allerdings gegenüber dem vergangenen Jahr in vielen Bereichen noch mal stark verbessert worden. Das haben wir thematisiert, dass man da die Hausaufgaben gemacht hat. So, da ist aber, glaube ich, auch noch einer in großen Problemen. Ja, Marc, und die blaue Fahne. Aus. Und das ist hoffentlich doch nicht die 007, oder? Das wäre ja ein Drama. Lass mal gucken. Na, na? War die 8, glaube ich. Kann das sein? Das 008. Könnte sehr wohl sein. Ja, ja, das ist das Auto von Darren Turner. Ja. Der ist auch jetzt von der... Den wir überhaupt nichts Schlechtes wünschen, aber... Ja, der ist jetzt in der Nähe der Box, der kommt jetzt gleich in die Boxen rein. Das ist die 8. Ja, ja. Gott sei Dank. Also, jetzt haben wir alle schon wirklich gezittert. Die Position vom Mücke. Ja. Meine Güte, ne? Na gut, und wir haben gezittert mit unseren Schweizer Freunden. Ja, natürlich auch. Mit der Startnummer 13, die übrigens immer noch in der Box zur Reparatur steht. Aber immerhin hat man es zurückgeschafft von der Strecke an die Box, sodass man eine Chance hat, möglicherweise nochmal die Ziellinie zu überqueren. Wir haben von dort noch keine Nachricht, was man am Fahrzeug machen muss. Hier wackelt übrigens der 13. Platz, denn die blaue Rauchwolke sah nicht sehr vertraut.